Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuen CSGO Matchmaking. Hello Team. Wer wirklich oft ungeschnitten von mir sehen haben möchte, weil ich werde das nicht sehr oft machen, der kann einfach jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr von Yellow bei den Livestreams dabei sein. Mann, dem habe ich aber gedrückt, dem Sack. Take one, please. Ja. Ihr Grasdackel. Hier, wo ist die Bombe? Warum nehmen sie die Bombe nicht mit? Was soll das? Oh, fuck. Ah, okay, es war einfach zu viel los, ne? Es waren noch drei Stück. Warum hat er die Bombe nicht direkt mitgenommen? Wir hätten vielleicht noch den Plant holen können. Also es wäre sogar ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass wir zumindest noch direkt geplantet hätten. Wahrscheinlich wären wir verreckt, aber naja. Ich glaube, ich nehme die Bombe. Ah, trotzdem wieder irgend so ein Dödel, der sofort schmeißt. Okay, let's go B, guys. Bist du echt gefickt? Alter, wie die uns gerade zerreißen. Schauen wir mal, was so geht. Da ist er. Hat er schon was gefressen? Nee. Oh shit, wir haben schon einen verloren. Mitte kommt gleich. Von hinten kommen sie schon angedackelt. Schon wieder? Warum geht die Bombe nach hinten und lässt sich holen? Ich raff das nicht, warum die Bombe wegrennt und nicht hier bei uns bleibt. Das ist doch zum Kotzen, oder? Was habe ich denn hier für ein geiles Team am Schlüssel? Smoke, rette mich. Okay, jetzt sollten wir langsam was machen. Oh Gott, meine Haare. Wow. Nice, AK down. Wollt ihr die euch nicht nehmen? Okay. Ich hoffe, dass keiner uns... Also ich hasse es hier zu stehen. Wenn Headshot einer kommt, bin ich so gefickt. Behind einer. Wir sterben alle einfach zu schnell. Also ich bin immer als letzter übrig und bin dann am Verkacken, weil es zu viele Cities sind. Es sind ja schon gute Ansätze, die sie da zeigen. Auf jeden Fall. Aber die Umsetzung. Ah! Die Umsetzung! Der Bombenmensch denkt sich, warte, ich gehe lieber kurz zu den Cities an den Spawn, um mich töten zu lassen, damit wir auf keinen Fall die Bombe planten können. Was ist denn das jetzt für ein B-Rush? Boost me. Orange, what the fuck? One is city with a op. It's smoked now, I think. Need help. Guys, bring bomb. Leute, schon wieder ist die verfickte Bombe nicht auf dem Spot. Kotze ich mir gleich hin. Das gibt's doch gar nicht. Die Bombe wäre schon seit 3 oder 4 Sekunden gelegt. Es ist so verschissen lächerlich mit diesem Team am Anfang. Leute, aber kommt runter. Wir wollen nicht salty werden, ja? Wir wollen cool bleiben. Wir wollen gemütlich weggeholt werden. Flash. Guck's dir an. Wo ist der Blaue? Ich weiß nicht. Wie kann man nur so behindert sein wie dieses Team? Ich meine, ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er den Kill jetzt nicht gemacht hat. Das waren ja eh noch genug live, die er wahrscheinlich gar nicht bekommen hätte. Aber was ist da los? Oh mein Gott, jetzt haben wir noch einen Bot. Ah, das sind die Spiele. Wir hatten es ja bei der Low-Elo-Hölle. Ich bin hier auf DMG in der verschissenen Elo-Hölle. Nee, ich habe eigentlich nicht auf Kackböcke. Wow, nicht übertreiben. Aber das ist das Low-Elo-Verhalten. Du hast irgendwelche Hurenböcke am Start, die dich daran hindern, zu siegen. Und dann wirst du niedergerankt, weil du verlierst. Obwohl das ja nichts mit deinem Skill oder Rank zu tun hat, wenn dein Team einfach versagt. Klar, natürlich kann man auch mal eine Runde acen oder sowas, gar keine Frage. Aber man kann nicht grundsätzlich immer das Team carryen in den Sieg, ganz alleine, jede Runde. Es geht. Und wenn das Team dann sogar noch schädigende Sachen macht, wie zum Beispiel die Bombe schon wieder da hinten. Ja, die Fick-Idioten haben schon wieder die Bombe liegen gelassen. Hätten mich jetzt diese scheiß AWP geholt. Ich raff es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist das Sword-Game schlechthin hier gerade. Fuck, ey. Fuck. Und ich stehe immer noch hier rum. Ich habe einen Hohenböcke am Start. Super. Was ist mit dem Team los? Warum war die Bombe schon wieder rumgelegen? Daraus kann man eigentlich einen ganzen Rage-Zusammenschnitt machen. Eine ganze Season an Zusammenschnitten kann man daraus machen. Überlegt mal, die Bombe hätte auf A wie lange gelegen? So schätzungsweise 10 Sekunden vielleicht schon. Wenn der Bombenleger direkt mitgegangen wäre und kein räudiges Stück Scheiße wäre, wie er hier halt einer ist. Ich weiß es nicht. Wer hatte die Bombe gehabt am Anfang? Blau ist wieder da, wir haben keinen Bot mehr, aber er hat trotzdem AFK die Bombe jetzt. Jetzt! Oh! Maybe behind? Attention. Ja, hier ist behind. Hier behind das, guys. Mit Hall. Ich will das hinten löschen, hier drauf flashen. Und dann... Shit, ey. Ich will noch nicht mal sagen, dass die Gegner irgendwie gut sind in irgendeiner Form. Also, dass sie besser sind als wir. Aber unser Team ist einfach so räudig. Man kann nicht schlechter als unser Team sein im Moment. Ja, ich habe schon lange nicht mehr, wirklich schon sehr lang nicht mehr, so ein räudiges Spiel gehabt. Wir haben ja die letzten paar Male immer wieder in den Kommentaren stehen gehabt. Wow, du hast so Glück mit deinen Mates. Immerhin sind sie nicht am Rumflamen gerade oder machen anderweitig Scheiß, aber... Hopp, das ist wirklich behindert, oder? Ich kann ja nicht die Mutter vom Team sein und ständig gucken, wo die Bombe ist und mich darum selbst kümmern. Aber hätte ich es gemacht, hätten wir wahrscheinlich schon mindestens 2 Runden geholt. Das gibt so einen räudigen Lust. Wie viele Punkte habe ich? 12. Oh Gott, wo kam denn die Flash gerade her? Ist da oben einer auf dem Ding drauf? Pass mal auf. Ne, sieht nicht so aus. Molly in Main. Main is mollied. Main is coming. He got me.
He's low HP. Ah, shit. Ah, und dann dieser räudige Hurenbock da noch. Nice, thank you, das ist, geht schon so ein bisschen in Richtung Abfackung hoch 10, ne? Mein Freund, wer ist das? Wie kann man so ein Bastard sein? Also, was ich gerade sagen wollte, ich reg mich ja richtig, richtig auf. Also man merkt ja, wie ich mich aufrege, aber ich reg mich halt für mich auf. Ich würde nie im Leben reincallen und sagen, ihr Bastard, ihr Hurensöhne, irgendwas. Wenn jemand wirklich ständig nicht mitgeht, würde ich, sage ich schon, wie ich es vorhin gesagt habe, Orange, Blue, what the fuck, please, go! Aber... sonst bin ich da jetzt nicht so, ja, das wisst ihr ja, das predige ich ja auch ständig, dass man nicht salty-mäßig rumschreien soll. Das hilft dem Team nicht. Also man merkt ja, dass dieses kleine Stück Scheiße, ja, einfach am Rumpimmeln ist und das zieht an der Team-Dynamik, an der Team-Synergie, zieht das schon so ein bisschen. Und ist Highway. Highway's down. Let's go, guys. Fast. Ich helfe nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Team mittelbrechig bei City funktioniert, wenn man dann wirklich feste steht und sagt, hey, so und so. Und wenn die dreckigen, abgewichsten Bastarde nicht auf irgendeine Bombe achten müssen, die sie mit sich schleppen müssen, ja? Dann könnte ich sagen, okay, gut, gut. B könnte klappen. Ich will nicht jeden beleidigen. Also ich glaube, Taki ist in Ordnung. Der auch gerade eben gecallt hat, dass Side low HP ist. Ich glaube, der ist ganz cool. Aber der andere sagt nichts. Wiederum, dieser Doggy Hanswurst ist nur am Rumschimpfen. Also im Chat. Okay, I'm flashed. Wieder flashed, Alter. Jetzt sterbe ich gleich, ohne irgendwas gemacht haben zu. Bombe! Got the bomb. Alter! Was für ein Bock! So. Der war doch da. What the fuck? Wie? Nein, nein. He's boosting. Gott, 26. Warum ist der Mate vorgegangen? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Blue, please. Genau. Warum? Was macht er? Er blamed us. Genau. Please continue blame us. Ich raff es nicht. Das wäre eigentlich ein Win gewesen. Ein ziemlich lockerer Win sogar. Wir haben jetzt schon 2 oder 3 oder 4 Wins einfach so abgegeben. Aber die Mains müssen halt einfach vorzüglich sein und reinrushen. Also es ist scheinbar Blue, der Taki, derjenige, der da so rumkackt. Was macht dieser Oh My Warmo Shindalu? Nani? Was macht der so? Nice, das gab ich fast. Shit. Habt ihr das gesehen, wie das geht? Draufrennen und nicht mit der Bombe jetzt erst von A kommen. Oh, was? Wir sind auf B. Ho, so ein Pech aber auch. Was mache ich hier? Kack vor mich rum da hier. Heidenei, können wir bitte eine Runde holen? Eine verschissene? Danke. Achtung, gleich kommt einer bei Headshot. Dann breche ich zusammen. Nein! Eingekastelt. Come on. Eingekastelt on spot. Ah! Fuck! Egal, der Mate hat's im Griff. Wir haben's geschafft. The bomb has been defused. So kann es mittelprächtig laufen. Aber ja, ihr seht, die Position da hinten ist auch wirklich nicht optimal. Wenn AWP oben steht und unten jemand kommt, bist du einfach gefickt. Man. Tja, doch kein 16-0, ihr kleinen Pisser. Also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei City mit ihnen ganz gut geht. Wisst ihr, ich will einfach nur den Sieg einfahren. Ich will nicht privat viele Kills haben oder so. Ich will einfach, dass wir hier stabil stehen. Und das geht halt nur mit dem Team so ein bisschen. Also wenn die halt auch was machen. Zum Beispiel die Bombe auf den Spot tragen. Aber genug aufgeregt. Wir haben 2 Runden geholt. Wir haben praktisch das Spiel schon entschieden für uns. That's the spirit. Easy, yeah. I'm gonna smoke A. We can go A now. Direkt hinter der Tür, ist der wahnsinnig. Was sagt ihr bis jetzt zu dem Spiel? Ich denke, es ist doch ganz unterhaltsam, weil es so scheiße gelaufen ist. Ich gehe mal mit Orange mit, ich hab Schiss, dass der hinten rumläuft und den Squeaky drin steht. Leg sie mal kurz ab. Da war einer direkt vorne range. What the fuck? Was? Habe ich ihm nicht voll gegeben? Ich stehe da und denke nur, oh, da steht einer, geil, ich kann ihn richtig zerstören. Dann tasert er mich. Bisschen trollig hier, mein Sohn, ein bisschen trollig. Zu einem Trolley gekommen. Das passiert mir nicht noch einmal. Ich will einfach die Runde jetzt durchziehen mit einem Win und dann easy peasy lemon squeezy auf City, 16-10 gewinnen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, ne? Und das Catwalk, ey, 2 Leute verloren. Alles klar. Guck mal, was nimmt er nicht mit? Die Bombe! Geile Idee, mein Sohn! Dass du die nicht mitnimmst. Finde ich sehr edel von dir. Dreckiges Bastardkind. Fuck,
sorry. Shit! Ich hoffe, dass wir hier auch einen guten Stand haben. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich sag, ich gehe A, dann sagt noch einer, ich gehe A, noch einer, ich gehe A, noch einer, ich gehe A. Und dann sind irgendwie alle auf A. Und ich muss mitgehen mit B90 oder so. Das ist immer ziemlich cancerous, aber ich hoffe, das passiert einfach nicht. Wahrscheinlich ist es wieder eine Art Downrank-Game, ja? Und ich sehe Ultra, die Minuspunkte reingeschissen. Steps Main, at least two. What the fuck? Main is coming. A Main one. 2A, last 2A. Oh Gott, mit der Bombe! Ich sag's noch. Aber ich habe jetzt auch dumm gespielt. Ich habe jetzt mich mehr aufs Callen anstatt aufs Killen konzentriert. Immer ganz schlecht, wenn man die Prioritäten so rumsetzt. Ihr wisst ja. Ich muss dieses. Ah, wisst ihr was? Jetzt kann ich es endlich machen. Jetzt kann ich dieses blöde Callen eine Taste nach oben legen. Da muss ich nicht so eklig umgreifen. Mick, use Mick. Ich mach's auf Maus 5. Ich glaube, es ist jetzt zwar trotzdem eine kurze Umgewöhnung, weil ich gewöhnt bin, nach unten zu greifen mit dem Daumen. Aber ich kann jetzt einfach da callen, wo ich mit dem Daumen liege. Also es müsste eigentlich easy peasy gehen. Mal gucken. Because I know what I'm doing right now. Achtung, gleich ist er der Erste, der stirbt. Main is stepping, at least one. Ich geh quad einfach. Squeaky is open. One is squeaky. One is on main. Left side. 2A main. Oh. Now yellow. Forklift. Need help, guys. One still main. Okay. Green, I need your help. He's planted. What the fuck? Ha! Okay. Drop me M4. I can drop you this shit, guys. Ich bin total starr. Starr bin ich gerade. Bomb is B. Incoming. Fuck, he's my highway. Oh Gott, ich wollte gerade eben sagen, ist das ein Bot? Wie er gerade. Hat komisch gespielt, oder? Müsst ihr zugeben, er hat so ein bisschen Bot-like gespielt. Alter, was wir für eine Schelle gedrückt bekommen, ist es echt nicht feierlich. Und da ist sie, diese Elo-Hölle, wenn man alleine spielt, in die man manchmal tritt. Du hast einen, der andauernd weg ist, Internetprobleme, wie auch immer. Du hast Leute, die keine Bombe legen, Leute, die ragen. Highway's coming. Leute, die nicht auf Mitte gehen! Man hat eigentlich alles. So im Petto hier gerade dem Spiel. Hörst du an? Ich weiß nicht, wie oft dieser eine Kerl zum Beispiel von seinem Vater gefickt wurde, dass er so ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich täglich. Vielleicht war der Onkel noch mit dabei. Kann auch sein. Ich hoffe, die Ranks sind nicht so ultra low. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Downrank-Game gewesen. Es gab schon einige Situationen, die ich auch da hätte deutlich besser machen können. Oh, es geht. Ja, das war jetzt schon ein ganz schönes Rage-Game, muss ich ehrlich zugeben. Es hat, Aber sowas muss auch mal sein. Nur dann weiß man die guten Spiele auch zu schätzen. Wenn man auch schlechte Spiele hat, wenn man nur gute Spiele hat, weiß man da gar nicht, wie es ist, wenn man ein schlechtes hat, ne? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.